Ja, hallo ihr Lieben. Zurück zu einer ganz speziellen Folge. Heute fangen wir an mit unseren Weihnachtsfolgen. Heute ist ja Heiligabend. Und speziell dazu kommen die, also heute und die beiden Weihnachtstage, ein spezielles Let's Play. Dazu haben wir dieses Haus gebaut, gestern, am 4. Advent. Und ja, dazu haben wir ein, ja, Hund mit Geweih erstellt. Können wir noch als Rentier nehmen. Und ja, unsere Simmen. Ich zeige euch gleich auch nochmal das Weihnachtsoutfit von ihr. Komm mal rein. Hier machen wir kurz die Beleuchtung auf automatisch. Und ja, gucken wir mal. Was hat er denn? Wir füllen ja ganz kurz den Futternapf. Gut, der Weg scheint sehr weit zu sein. Da ist er ja. Ich füll erstmal kurz den Futternapf. Da wollt ihr nicht hin? Und übrigens, ich habe die beiden jetzt auch online. Also die beiden und das komplette Haus. Wenn ihr euch das runterladen wollt. Nehmen mal an und komm mal hierher. Ich habe sie so ein bisschen weihnachtlich. Und es soll auch neue, ich will mal ganz kurz gucken mit dem Update. Neue Weihnachts Kochrezepte zukommen. Ich weiß noch nicht, ob sie die jetzt kann. Aber ich glaube eher nicht, weil sie noch gar nicht so gut weit kochen kann. Dann sollten wir da mal unbedingt uns ranhalten. Koch mal was. Einfach mal ein bisschen, dass du was im Kühlschrank hast und dass wir mal gucken, was es Neues gibt. Da soll ja auch was Neues zugekommen sein. Wollen wir mal kurz gucken, ob wir das auch noch finden. Hat die Kochfähigkeit erworben. Perfekt. Die Scheiben sind schon ganz eingefroren. Liebe den Winter. So gut als hier, wo wir jetzt wohnen, wahrscheinlich schneien wird. Statt bei unserem normalen Let's Play gibt es ja keinen Schnee leider. Irgendwie. Nur wenn wir die Wettermaschine benutzen. Wohnzimmer ist ein bisschen groß geworden, finde ich. Sieht ein bisschen leer aus. Weil es ziemlich groß ist. Aber gut. Jetzt will ich mal ganz gucken, wann hier eigentlich Winterfest ist. Ganz hier hinten. Wir müssen gucken, dass wir auch so lange spielen, dass wir das hier auch bald haben. Weil ich wollte gucken, ein bisschen länger spielen, dass die drei Weihnachtstage vielleicht den Winter so einigermaßen schaffen. Das würde dann hier passen. Ach, so hast du schon fertig. Gut. Packst du mal im Kühlschrank? Brauchst du noch was? Kann ja nicht schaden. Rührei mit Speck, das kann man gleich zum Frühstück nehmen. Dass ich habe ja auch die neuen Schuhe gegeben. Das sind zwar jetzt so Art Pantoffeln, aber gut. Kann man nicht ändern. Aber ich finde die trotzdem schön. Ja, die passen so ein bisschen. Die Hose ist ja auch neu durch den Update, durch das Update gekommen. Der Pullover, der kam mir schon eher im kostenlosen Pack. Der war, glaube ich, schon ganz am Anfang dabei. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Gut. Müssten wir auch mal den Weihnachtsbaum schmücken, vielleicht? Wir könnten das Winterfest auch vorverlegen hier. Theoretisch. Ach ja, stimmt. Hier ist sehr kalt drin. Wir müssen das Thermostat einstellen.
Thermostat einstellen, wärmer, kostet mehr. Ja, gut, kann man nicht ändern. Ich will aber nicht, dass sich hier noch ein Wolf abfriert. Ach so, stimmt. Wir müssen auch noch dekorieren. Alltägliche Dekoration. Die Dachrinne. Sowas Buntes. Nee, warte. Oder? Doch, sowas Buntes. Ich liebe bunt. Desto bunter, desto besser. Da kann. Schade, da kann sie nicht hin. Hier nochmal kurz. So. Jetzt? Jetzt kann sie. Wollen wir mal gucken, wie das aussieht? Was sie da fabriziert? Fertig? Dann, Fundament, ja, haben wir ja auch. Kannst du das hier mal machen? Das passt denn ganz gut. Ich werde das vorverlegen, das Winterfest, weil wir theoretisch ja heute Heiligabend haben, dass das hier denn auch. Und Zäune. Zäune können wir auch diese Eiszapfen, ne? Sind die immer schön. Wir haben selber zu Hause solche. Wir haben die nur mal. Wir haben hier so einen Hof. Und an der Terrasse. Da haben wir die auch, solche Eiszapfen. Nur in Blau haben wir. Bei uns sind schon ein paar Zapfen abgefallen, aber gut, egal. So, und jetzt. Wow, mal. Wer bist du? Oh, guck mal, ist das schön. Wer bist du? Begrüßungskomitee. Nachbarn da reinbitten. Ja, warum nicht? Warte mal, aber das werde ich mal ganz kurz machen. Vielleicht so am nächsten Tag. Hier so. Dass wir das hier löschen dann. Diesem. Dann machen wir mal. Das Winterfest. Winterfest. Nennen wir es jetzt einfach hier mal. Da brauchen wir mal kurz. Warte, was haben wir denn da? Das hier haben wir. Gleiche. Wir können auch den Weihnachtsbaum nehmen. Oder? Oder doch, dass wir da auch hatten. Dann kommen wir jetzt einfach das. Und dazu nehmen wir dann festliche Stimmung, Festtagsessen, Geschenke öffnen, Geschenke verteilen, Wetterchen Frost. Mal gucken, ob es sowas gibt, was ich eigentlich bräuchte. Nein, es kann so bleiben. Gut. Deko-Thema. Winterfest. Und Silvester machen wir dann auch 2 Tage später. Das hier entferne ich dann, sodass wir das dass wir auf jeden Fall schaffen, wenn das für die Weihnachtstage lang geht. Machen wir es mal so. Silvester, genau.
Dazu kommt Feuerwerk. Gehört immer dazu. Trinken. Vorsätze fassen. Partystimmung. Ja, ich glaube, das war's, ne? Countdown, genau, das wollen wir auch noch. Ja, das war's. So, dann lösche ich die beiden hier mal. Ist ja denn nur für, weil es ja ein anderer Spielstand ist, für hier gelöscht. So. Genau, machen wir das so. Warum ziehst du dir dafür was an, wenn du nur kurz die Tür öffnest? Aber gut. So. Gut, dann werden wir jetzt mal ganz kurz den Weihnachtsbaum anfangen zu schmücken. Dekorieren. Baumdecke. Weihnachtsstern rot-gold, Schneeflocke in weiß-gold. Nehmen wir mal. Nehmt euch die Schneeflocke, ne? Einfach mal die Schneeflocke. Danke, dass du unser Kamin anzündest. So möchte ich auch schmücken. Ihr werft ja einfach die Kugel in den Baum rein. Die gehen kaputt. Und außerdem, ja gut. Das wird das. Dekorieren. Spitze setzen wir mal kurz. Sternenstaub und Weißgold, Sternen blau-weiß. Sternen rot-weiß. Mal Sternenstaub. So mal aussieht. Ich weiß jetzt wird gar nicht. Halt. Ich gucke ihr gerne zu, wie sie den Baum schmückt. Die meisten Kugeln sind wahrscheinlich schon kaputt gebrochen. Wow, guck mal. Das sieht ja geil aus. Gefällt mir. Und der ist schon wieder unser Kühlschrank leer. Dekorieren Girlande, Popcorn, ja. Popcorn-Preisebären, genau. Band in Rot-Gold, Glocken in Blau-Weiß. Mama, Glocken. Meist die alle. Naja, gut. Sterben fegen wir nachher auf, ne? Pass du auf, er liegt doch hier. Dancer liegt doch da. Die Spitze gefällt mir. Wow. Da komme ich selber richtig in Weihnachtsstimmung für morgen, ey. Muss ich schon gestehen. Wie geht's denn euch? Seid ihr auch schon Weihnachtsstimmung? Würde mich interessieren. Gold, blau, weiß. Nehmen wir da mal. Blau-weiß wird vielleicht passen zu dem. Aber blau-weiß. Hey, Bambo. Und dann kochen wir noch ein bisschen. Ich will gucken, ob ich auch neuen Sachen herausfinde. Weil ich meine, wenn mich nicht alles täuscht, dass es noch Rezepte gab.
Aber gut, da muss ich mal gucken. So viel wie ich koche, wird alles verschimmeln. Muss hier nochmal freundlich vorstellen. Neuen Nachbarn begrüßen, genau. Wow. Sieht schön aus. Mein Weißbaum steht auch schon fix und fertig zu Hause. Ach, den habe ich gestern schon geschmückt. Meine Katze trampelt hier genau vor meinem Monitor rum. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. So, dass wir jetzt ein paar Leute kennen. So. Oh, die haben ja alle gegessen, ey. Das hier breche ich jetzt mal ab. Können abhauen. Kann ich was kochen? Obstsalat. Machst du einfach noch mal. Ich hoffe doch, dass es bis morgen schneit. Weiße Weihnacht ist doch schön. Das würde ich mir selber auch wünschen. Weihnachten schneit. Wir können Schlittschuh fahren. Stimmt, die hätte ich mir aufgestellt. Mal ihr dickes Zeug an. Gleich mal wieder ausziehen. Das geht ja so nicht. Das geht ja nicht. Ist er schon immer noch da? Wollen die auch mal gehen? Wir haben zwei der Kochfähigkeit. Hier Winterkuchen, das ist das Neue. Den machen wir gleich auch noch mal. Den können wir für morgen gebrauchen. Könnt ihr mal. Kann ich nicht. Warum sind die alle noch da? Ich hab's doch abgebrochen. Ey, habt ihr es gemerkt? Die esst sich einfach bei mir durch. So viel Hunger kann doch kein Mensch haben. Die hauen nicht wieder ab. Ja, so ist gut. Da können wir so gehen. Kann doch nicht bitten zu gehen. Verstehe ich nicht.
Aber gut. Ich hoffe, dass ich ja irgendwann los werde wieder. Wer hätte ich doch, oder? Das muss ich dann noch löschen. Kann man die denn irgendwie löschen, wenn sie nicht mehr gehen? Weiß ich gerade gar nicht. Mal kurz gucken. Wie ging der Sheet nochmal? War das so? Ich kann den Sheet nicht mehr. Hast du den Kuchen gemacht? Ja. Wie sieht der aus? Oh, sieht der lecker aus. Den heben wir für Weihnachten auf. Muss aber kurz gucken. Ich weiß, ich glaube, ich weiß, was ich vergessen habe. Halt. Ja. Das True, das sollte ich auch mit eingeben. So, wo sind unsere Pappenheimer hier? Wenn ich ihn zurücksetze. Ist nur noch er da? Nee, der andere sitzt hier oben. Ich geh jetzt mal schlafen. Wenn ich anders geht, muss ich löschen. Bis zum nächsten Tag. Geht nicht anders. Dazu gebe ich auch schon mal test.pull. Edit out ein. Ich glaube, ich habe es richtig geschrieben. Die Zeit läuft deswegen auch nicht schneller, weil die da sind. Ja, nee, jetzt reicht's. Was ist denn das für ein Bug? Wollen nicht mehr gehen. Kann ich so nicht sitzen lassen. Nein. Tut mir leid. Ich muss leider löschen. Den kann ich jetzt nicht löschen. Ich hoffe, dass der hier auch bei mir rumgeistert. Sonst muss ich ihn zur Familie hinzufügen und dann löschen. Weil das nervt.
Doch, der geistert auch bei mir rum. Bossy Jewel. Kann ich nicht ändern, muss ich jetzt so machen. Weil das nervt. Wenn die nicht mehr gehen wollen. Das nervt ein bisschen. Diesen Bug, den mag ich überhaupt gar nicht. So, bei dem muss ich das jetzt mal so machen. Zur Familie hinzufügen. Und an der Stelle ein Sim ändern. Dann löschen. So, geht nicht anders. Ich glaube, es hackt. Da gehen die einfach nicht mehr aus meinem Haus. Ich glaube, denen gefällt das und die haben kein Zuhause mehr. Ich habe nicht eingeladen, dass sie auch noch über Nacht bleiben sollen. Es schneit! Schneit! Oh, ist das cool! Das ist schön, wir erleben hier doch weiße Weihnacht. Wir schlafen ein bisschen. Heute sind alle weg, gut. Obwohl du hier gar nicht mehr müde bist, komm, steh auf. Dann gehst du mal verwenden und duschen. Winterfest. Können wir gleich auch schon was Festessen für heute Abend vorkochen? Das ist gut. Das werden wir wahrscheinlich dann in dieser Folge nicht schaffen, das Winterfest komplett. Da so lange immer diese Ladebalken kommen mussten, weil die nicht mehr abhauen wollten. Oh, ist das schön. Guck mal, schon fast alles weiß. Oh. Das ist schön. Ich mag Schnee. Immer so weiß und zittrig aus. Ah, oh, der glitzert noch nicht so. Ist ja auch noch nicht so tief wahrscheinlich. So. Genau, siehst du mal was an. Und machst du dir selber Frühstück? Wohl, wir haben ja was im Kühlschrank. Den Kuchen, den essen wir heute Abend oder am Morgen. Da könnte ja der Weihnachtstag sein. Der erste. Jetzt habe ich im Dunkeln gar nicht, was ich eigentlich wollte, mal nach dem Dach rein geguckt. Sieht voll schön aus, wenn es schneit, ne? Gerade Windenburg finde ich richtig schön im Winter. Ich hätte auch gedacht, machen wir dieses Weihnachts-Let's-Play in Windenburg, weil ich es hier richtig schön finde. War richtig. Ja, süß, du kannst dich auch dabei hinsetzen, ne? Schneefall bei Sonne haben wir und Frost. Okay. So. Heute Abend kommt noch fertig ein Frost.
Mit Geschenke verteilen wird ein bisschen schlecht. Wir haben nur eine Person im Haus. Jetzt. Das ist doch Vladislaus. Ich rufe einen Vampir an. Hallo, ich wende mich im Namen der Fit wie ein Turnschuh AG an dich. Wir möchten dir ein kostenloses Muster unserer neuesten Produkts, den Hitzohrhörer schicken. Wenn du mehr davon kaufen möchtest, kannst du deine Bestellung online am Computer abschließen. Wir stellen auch ein vertikales Laufband zum Klettern her und bieten Videos auf dem Fernseher an. Halte dich fit. Ja, für gratis und warum nicht? Wir können schon was Festessen ja toll, jetzt kann ich mehr. Das Festessen kochen. Mama, Schinkenfest mal, ist immer lecker. Was ist denn mit dir los, Süße? Oder Süßer? Prost? Geh doch hier hin. Ein Pipi machen. Genau. Aber ihr Lieben, das war's denn für heute. Wir sehen uns dann morgen bei dem Let's Play am ersten Weihnachtstag. Und dann wünsche ich euch, dass ihr heute noch einen schönen Heiligabend habt und den Abend genießt. Und wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.